Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute seht ihr ein Game, was eigentlich zum Replay of the Week hätte reichen können. Denn hat es nicht ganz geschafft, aufgrund von ein paar Premium-Granaten. Da der XP-Faktor aber trotzdem noch so verdammt gut ist und der Damage so exorbitant hoch ist und das Replay eigentlich mit Premium-Account trotzdem noch ein Plus ergeben hätte, dachte mir, scheiß drauf, das zeige ich euch trotzdem. Und dann schauen wir das Ganze uns mal an. Sterbehilfe 2805 hat das Ganze eingeschickt. Wir sehen, die Karte ist Pilsen, Standardausführung, und er ist hier mit dem Flashhammer im 8er Platoon unterwegs und wir haben eine 9er 8er Runde. Also von dem her ist er hier Low Tier. Fährt jetzt dann praktisch Richtung, wo eigentlich immer die meiste Zeit die Gegner sind, auf Heavy-Seite, für die 1er, 2er, 3er Linie. Da fahrt man eigentlich immer hin. Auf die 8er, 9er, das ist typisch Medium. Und den IS-3, dem gegnerischen, konnte da schon schön eine in die Seite geben. Die pushen jetzt hier auf den T49-Punkt, der zieht sich gleich ein bisschen zurück. Denn der hat es hier nicht ganz gut und nicht ganz schön. Ja, das Thema ist schon für den beendet. Oh, bleibt hier auf seinem. Oh! Er hat gesessen. Hätte ich nicht erwartet. Guter Treffer auf den IS-3. Hier drin ist noch ein Löwe. Da zeigt er ganz wenig von sich und konnte dem Löwen auch noch eine geben. Also fleißiger Kerl. Und ganz wichtig, selber bisher keinen Schaden erhalten. Mäuschen. Und eine Torte. Der Torte natürlich oben drauf, da wo er hingezielt hat, da sollte man der Torte auch hingeben. Dafür, dass die hier gerade hier drin in diesem Komplex nur zu zweit stehen mit dem KV, machen sie das echt ordentlich. So, Torte hat ihn jetzt hier kurz getrackt, aber er gibt sofort wieder einen zurück. Da, er schießt es mit Premium, hat neue Gegner vor sich, finde ich vollkommen legitim. Da muss man jetzt nicht falschen Stolz beweisen. Wenn es das Credit-Konto hergibt, warum nicht? Und wie gesagt, denkt am Ende der Runde, bevor ihr die Flamekeule auspacken wollt, dass der junge Mann mit Premium-Account auch sogar noch mit einem Plus nach Hause geht. Ja, schön oben Kommandantenkuppel. Da funktioniert es beim Mäuschen. Wenn ihr euch fragt, was ich immer mit meinen Händen fuchtel, ich bin es eigentlich gewohnt, wer mich aus dem Stream kennt, auch normalerweise immer was in der Hand, deswegen mache ich jetzt hier die Angie-Raute oder sowas. Da sind meine Hände ein wenig stillhalten, kann es vielleicht mein inneres Spielkind oder was weiß ich, was das sein soll. So, Mäuschen weiterhin oben auf die Kommandantenkuppel, klappt leider in dem Fall jetzt nicht. Ist aber trotzdem nicht so leicht, da immer durchzukommen. Selbst mit Premium nicht so wirklich, sieht man auch ganz gut am Indikator, wenn er da drauf ist, dass er eben nicht grün, sondern nur orange wird. Aber jetzt hat er ihn und jetzt sieht man wieder ganz gut. Muss nicht immer perfekt passen. Aber er hat halt einfach auch gar keine andere Möglichkeit. Also unten auf die Frontplatte, also ganz unten, ganz in der Mitte, da ist er gut durchschlagbar. Aber da muss er halt auch gerade stehen und darf es halt nicht verstecken. 3 zu 6 aktuell für den Gegner. Ende langsam am Schweizer Käse. So, jetzt werden sie da gecircelt, müssen also aufpassen, dass der IS-3 da nicht so viel Unsinn macht. Und sehr gut mitgemacht und sehr gut beobachtet, dass die da rumkommen wollen. Also die halten hier die Stellung wirklich sehr gut. Für mich hat der Gegner, also gerade hier im Mäuschen, ist ein bisschen zu passiv angegangen. Jetzt müssen sie da aufpassen, Lorraine da draußen, nehmen jetzt da den T-34 auseinander. So, da hilft er jetzt seinem T-34. Ganz wichtig, da jetzt die Lorraine nicht entkommen zu lassen, denn wenn sie im Reload ist, dann ist sie sofort das leichteste Ziel. Zack. Und jetzt noch der Löwe, mal schauen, ob sie den T-34... Ja, sehr gut, haben sie jetzt gut gemacht. Die Jungs haben da mit seinem T-34 den Hintern gerettet. Und damit ist jetzt hier
die 1er-2er-Linie, ganz klar in ihrer Hand. Oh, oh, was haben wir denn da? Udes. Kurioser Spot für den Udes, denn der Udes ist jetzt normalerweise nicht so der Angriffspanzer. Aber der denkt sich, naja, fahr ich halt mal vor, schau mal, was da so geht. So, ja, Mäuschen jetzt seitlich, gar kein Problem. Jetzt kommt der T49 hinten ran. Hat die Arti gemacht und die gegnerische Arti gleichzeitig den T34. Also, Thema ist noch nicht durch. 3 Kills, 4.500 Schaden auf der Uhr. Aber noch keinen einzigen abgeprallt. Da steht noch eine dicke, fette 0. Gegner setzt jetzt hier auch sein Team mit dem Cap unter Druck. Der KV4, was macht der denn? Der KV4, der trottet jetzt auch langsam mal nach. So, jetzt haben sie da den Centurion. Der ging voll durch ihre Panzerung. Haben alle Zeit der Welt, was den Cap angeht. Eine Minute und auch der Cap wurde jetzt beendet. Fahren sie raus. Ganz, ganz knapp, dass er da nicht mehr hat draufschießen können. Manchmal ist so diese eine Sekunde, die man bei World of Tanks nicht hat, die ausschlaggebende. Der ES6, der probiert es jetzt. Ja, schön gewartet, nicht hektisch geworden und weggemacht. Der T49 ist jetzt da mit dem KV4 zugange. Jetzt können sie sich hier zu zweit dem Centurion annehmen. Das schaut ganz gut aus. Müssen aufpassen, Arti kann hier so ein bisschen reinhalten. Also, da mal gucken. So. Läuft. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Der T49 und der M4190, die wollen sich jetzt hier dem KV4 nappen. Aber da kommen die jetzt auch wieder zurück und können dir helfen. Vielleicht im T49 gleich mal eine verpassen. Aber oh, ums Arsch lecken schafft es eher hier echt noch rumzukommen. So, aber jetzt halt dann in 41,90. Nein, KV, warum denn doch drin? Oh ja, sehr gut, T49. Da hast du ein bisschen verkackt, muss man sagen. Aber die Art, die hält seinem Mann weiterhin die Stange. Mal gucken, was er da jetzt macht, wenn er da jetzt rumfährt. Oh, sehr schöner. Sehr schöner Hit. Sogar angezündet, aber der T49 hat den Brand direkt löschen können. Wobei, jetzt muss man ganz ehrlich sein, der VK, der ist noch fast voll. Der KV4, der hat noch 200 Hitpoints, das ist nicht das dickste, aber er hier auch noch mit 1100. Also da muss es schon mit dem Teufel zugehen, wenn hier die Runde jetzt noch verloren gehen sollte. Dein Mate bräuchte noch einen Kill für die Waffenbrüder. Den nimmt man ja dann natürlich gerne mit. Die Auszeichnung. So, der T10 schreibt schon Cap. Ich würde jetzt ehrlicherweise auch wahrscheinlich für den Cap mal gehen, um den TR49 einfach mal anzulocken. Denn der muss dann wieder kommen. Der kann jetzt nicht mehr in den Cap fahren. Spätestens wenn die Arti ihn hier vielleicht noch zurücksetzen will. Und auch die mal gucken. Aber ich glaube, der scheißt jetzt drauf und der sagt sich jetzt, jetzt will ich dich haben. Also geht er dafür. Mal gucken. Das ist ja das Schöne am IS-3. Er ist einfach so ein flinker Panzer. Für einen Heavy Tank ist er einfach wirklich gut mobil. Und da kann man jetzt nicht unbedingt einen T-49 jagen. Aber man kann den Panzer gut mal weiter bewegen. Ja, schöner Treffer. Da hat er den T49 jetzt sehr gut rausgenommen. Bisschen glücklich, muss man gestehen. Denn so genau ist der IS-3 eigentlich jetzt nicht. Aber in dem Fall perfekt gemacht. Und auch schießt die Arti von da hinten. Das heißt, die wird irgendwie da auf K9 oder K0 sitzen. Und man darf nicht vergessen, auch die Arti ist nicht ganz langsam. Also die fährt nicht nur mit 10 km/h davon. Die nervt einen mit der Geschwindigkeit da auch nochmal ordentlich. So, und der schreibt schon, und das kann ich jetzt schon mal dann eben dementsprechend sagen, 6772 Damage
Und jetzt nur noch die Arti. Entweder seinen Krieger oder die Waffenbrüder. Ich denke mal, es geht hier darum, seinen Krieger sich zu holen. Und da hat er den angezündet. Und auch weggemacht. 7222 Schaden und 2039 Basiserfahrung. Wie gesagt, eigentlich von den Stats her definitiv ein Replay of the Week wert, aber aufgrund des Premium-Gebrauchs ein nur normales Replay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch immer wieder zu sehen. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus, euer Alcaramba.